Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier. Es nimmt kein Ende, diese Burg. Aber zumindest haben wir den Grundriss schon mal so gut wie fertig. Alter, warum geht denn hier jetzt wieder nichts? So, das ist ein Mauerwerk. Hier ist irgendwo was, was mich blockiert, so blöd. Schade, dass es nicht passt mit den Treppen. Warum? Warum? Zack. Zack. Zack, 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 zack. Immer schön eins nach dem anderen. Helvet macht hier die Sklavenarbeit. Der Gute. Oh. Nee, ist ja total scheiße jetzt. Wieso? Geh doch rein. Also überall komme ich locker durch, bloß hier nicht, hey. Auf einmal die ganze Zeit geht's wieder, hier geht's wieder nicht. Haben wir ja dem einen hier, oder? Also, er hat gestört hier. Bada. Bada. So, bald haben wir den zweiten Stock auch fertig. Knistert's oder kommen Babys? Es knistert, glaube ich. Die Stämme, da kann man wieder ein bisschen sparen dann, wenn wir die einbauen. Wenn wir die anderen hernehmen, die abgeschnittenen, die rausbrochenen, da sparen wir wieder so 3, 4, 5 Stück. Und dann noch ein Stockwerk. Nee, nur noch oben Dach, oder? Ja. Dann haben wir doch das. Dann müssen wir gleich noch drüben zu. Oh, der ist auch schon zu. Haben wir schon alles zugemacht? Oh ja. Na, nicht schlecht, sag ich mal, Herr Specht. Wir kommen ja langsam direkt zum Ende, hey, bei diesem Bauwerk. Unfassbar. Nicht schlecht, und dann oben noch die Tür. Badam. Bam, bam. So. Langsam, aber sicher. Rocken wir die Halle und dann noch die Kapelle bauen. Und dann noch die Innenausstattung. So, noch zwei Mäuerchen. Und da noch das Dach reinbügeln.
Ein Schlückchen machen. Vom lecker Sachse Bier. So, 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 so. Der Calvin tut schön arbeiten, der macht wieder voll. Oh, der Wein, der hat schon wieder fast voll alles. Ja, nicht schlecht, der Typ ist gut. Der Typ ist immer besser, der Calvin, mein Freund. Warte mal, lass ich da offen, damit ich erstmal oben, weil sonst muss ich immer außen rumgehen. Ja, komm. Halt, nee, doch, komm. Okay, na gut. Und schon wird's wieder dunkel. Und bald kommen die Gegner erst wieder. Und nerven rum. Ja, das wollte ich hier nicht so machen, sondern so. Mit der Musik ist gleich viel angenehmer. Das ist nicht immer so totenstille. Weil die Alte sagt ja auch nichts außer. Afrika. So. Uncomfortable. So. It's not enough, es ist nicht genug, es ist nicht genug. So comfortable. Da muss ich auch noch zumachen. So, dann gehen wir mal knacken, unsere Burg. Eigentlich brauchen wir noch mehr Licht, gell? Bisschen wenig. Comfortable. Although living on the beach might seem like a dream, we have struggles like everyone else. These are my friends. This is my life. And this is Dana Point, California. So.
Speichern. Speichern. Nicht, dass wir dann wieder irgendwas Dummes machen. Zack. Zack. Kelvin, du bist mein Held. Wo ist er denn überhaupt? Irgendwo hinten treibt er sich um. Läuft er gleich wieder den Stämmen hinterher, so wie ich ihn kenne. Mein kleiner Wufti-Wauzi. Da läuft er schon und holt sie wieder. Ja, das ist ja richtig Arbeit, die wegzuschicken, so schnell ist der, seitdem er zwei tragen kann. Die alte Potsau. Aber ich glaube, wenn ich keine Bäume hack, dann holt er auch nichts mehr. Weil ich glaube, langsam ist das wieder zu weit weg alles für ihn. Okay, was ist denn weiter weg? Das da drüben oder das hier? Bleibt sich Kupfer gesprungen, wir nehmen zuerst die hier. Wir nuken die um. Hier habe ich sogar noch eine Slipline. Aber wo führt die denn hin? Aha. Das sind auch noch so Dinger, gell? So sieht's aus, aber egal, wir knallen die jetzt mal um hier in Richtung Kelvin. Was sind es? Ah, da. Holt er jetzt schon, oder? Hier. Holt er die? Natürlich holt er die. Seine geliebten Hölzchen. So. Alter Schwede, hey. Die dicke Burg.
Bald wird sie fertig sein. Dann ist der ganze Wald nicht mehr da und ich bin allein. Servus. Wir bauen immer noch an dem Schloss. Das dauert noch ein bisschen. Aber der Grundriss ist komplett. Ist schon monströs, gell? Oder? Schon ein Riesending hier. Da habe ich mir was vorgenommen. Ne? Obwohl, ich bin ja fast fertig. Noch die Kapelle in der Mitte und dann müssen wir uns was Neues überlegen. Hier. Ja, so ist es. Wir haben den halben Wald abgeholzt. Ich habe schon gedacht, der reicht nicht, der Wald. Für unser Vorhaben. Kriege ich Schaden von hier? Naja. Kelvin ist ein guter Arbeiter geworden. Also wenn man zwei Stämme tragen kann, dann geht das Ganze viel schneller. Deckel, 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 deckel. War ich noch ein Stück weg? Nee, ich glaube das. Oder? 1, 2, 1, 2, nee, nee. So, hier gehört noch eins rein, oder? Ja. Geh doch. Ach, kacke, fucke. Wo ist es hin? Hä? Es ist doch da runtergefallen, oder? Voll versteckt zwischen den Knochen. Muss ich wieder außen rumlaufen, kurz hier fix. Stimmt schon, oder? 1, 2. 1, 2. Okay. Nicht, dass ich irgendwas vergesse dann hier. Der eine gehört noch hier hin, oder? Nee. Den habe ich jetzt umsonst. Ei, mit dem. Will er nichts verschwenden. Hier, da hinten ist noch ein Loch. Ich hab's gesehen. Bingo war sein Name. Hier habe ich leider so eine Erhöhung drin, weil ich von da hinten angefangen habe zu bauen und dann kam hier ein Hügel und dann konnte man hier nicht mehr weiterbauen. Dann habe ich das irgendwie zusammenfummeln müssen. Aber es ist halbwegs gut geworden. Das Zusammengefummel. Da hast du halt diesen Höhenunterschied leider. Ab hier konnte man nicht mehr anbauen. Das war blöd. Bin richtig geärgert. Wenn ich hier angefangen hätte zum Bauen, dann wäre alles gerade gewesen. Aber mei, da hat man vorher nicht dran gedacht. Und hier noch. Kann ja mal eine Rundführung machen, wenn du willst. Oder ich glaube, schaust per Handy zu, oder? Kannst nicht schreiben, glaube ich. Zeige ich dir gleich. Mache ich hier noch schnell zu und dann. Oh, schau mal die Aussicht, was ich hier habe. Auf der Berge. Was ich hier schon alles abgeholzt habe. Da hinten, hier rüber, dann über bis da. Alter Schwede, wie viele Bäume sind denn das? Huch! 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 Servus! Servus, bist du da im Ding drin, die Nummer 2? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, das Ding wird langsam fertig, ey. Ja, Gott sei Dank. Glaubt man kaum, oder? Ja, aber bis du da das Innen alles gemacht hast, deine ganzen
Wunderkerzen an die Wände hingemacht hast. Oh ja. Und deine Lampen verzogen hast. Genau, mein Glockenturm. Das dauert ja noch einmal 2 Jahrhunderte. Ja, aber seitdem der Kelvin 2 geht, das wenn der von Anfang macht, dann wären wir schon doppelt so schnell fertig. Also der rockt richtig gerade. Na, dann hätte es ja keinen Spaß gemacht, wenn du so schnell fertig geworden wärst. Ja, doch. Hätte man ja auch was dazu bauen können. Nee, das Ding ist schon heftig geworden, ja. Ist schon riesig groß, wenn man schaut, was ich abgeholzt habe. Hey, das ist... So, irgendwann die nächsten paar Tage werde ich wahrscheinlich mal abends Kurzzeit haben. Ja. Weil ich muss dann auch mal ein bisschen an meinen Kanal denken. Ja, ja. Und ein bisschen was produzieren. Ein bisschen was profilieren. Weil ich muss schauen, dass ich genug Content zusammenkriege, weil im Juni gehen wir ja in Urlaub. Ja, ja. Ja, da muss ich auch vorladen. Gut, ich bin schon gut weit vor mit dem Laden, aber Videos habe ich genug. Also hiervon. Und auch von dem anderen Game. Die Hochladerei ist immer so nervig. Ja. Was komisch ist, ich kann da drüben die Fenster nicht rausschlagen. Hier geht's. Hier auch. Da ging's auch. Da auch. Da auch. Unten geht's hier nicht, komischerweise. Hier oben geht's, aber ein Stockwerk tiefer kann ich es hier nicht rausprügeln. Warum auch immer. Hast du da vielleicht die Eisenbaumstämme verwendet? Ja, wahrscheinlich. Die eiserne Jungfrau habe ich da reingearbeitet. Nichts verschwenden, wiederverwenden, haben wir gesagt. Oh, jetzt darunter springen, verletze ich mich. Wo ist der andere? Hä? Wo ist der? Ich hab doch zwei über uns geschlagen. Da liegt doch links einer vor dir. Da liegt er, mein Gott. Der ist weggerollt. Kevin hat schon wieder voll gemacht, oder? Ey, nicht normal, der Typ. Der macht jetzt schon fast zu viel. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Der ist schneller fertig, als ich gebaut habe. Der Bursch. Erst haben sie so alle auf ihn geschimpft, gell? Und jetzt... Ich nicht. Ich fand ihn schon immer gut. Ich fand ihn schon immer klasse, den Kelvin. Ja, außer dass du schon mal geschossen hast. Ja, manchmal ist man auf den Sack gegangen, aber ich habe nie gesagt, dass ich ihn nicht brauche. Ich habe nie gesagt, dass ich ihn nicht gut finde. So wie der Funk, der hat den ja komplett abgeschrieben. Der mag ihn überhaupt nicht. Habe ich hier noch welche? Ich habe alle, oder? Oder habe ich hier welche? Nee. Muss ich mir aufheben. Das mache ich so. Hier. Da. Da lege ich die schnell hier hin. Und dann. Dann nehme ich mir den. Und den.
und verfrachte die nach oben. Naja, da ist schon noch was zu tun, also so schnell fertig werden wir jetzt da nicht. Und der hier und der hier. Und dann glaube ich den raus. Und den. Und schön haben wir wieder einen Ständen, den wir hier oben verwenden können. Ich habe dir mal auf Stammtisch, habe ich dir mal einen Spieletitel rübergeschickt. Mhm. Das ist auch ein Survival Game. Auf Deutsch sogar. Und schaut gar nicht mal so schlecht aus. Mhm. Survival? Ja. Ich wollte hier hin machen, verdammt. Wie heißt das? Fountain of Youth. Das ist jetzt. Ich glaube, die Early Access Phase ist jetzt beendet worden. Mhm. Ja gut, bis jetzt. Zwei Eimer hättest du. Achso, nee, Schmann. Entschuldigung. Ein Eimer? Schaut's auf die Uhr aus. Oh, haben wir noch ein bisschen. Didel. So. Aber das ist schon ein geiles Bauwerk eigentlich, muss ich schon sagen. Gefällt mir sehr gut. Hab meine eigenen Erwartungen übertroffen. Muss ich jetzt so, Eigenlob stinkt, aber kann ich jetzt nicht anders so sagen. Ne? Ah, ich habe schon immer gewusst, dass das was Gutes wird. Gell? Schau dir mal das an hier. Oh, was macht der Calvin hier? Ja, der Daumen hoch, ich weiß, Calvin. Kann ich nur zurückgeben. Ist auch ein ganz ein Feini. Irgendwie, da. Zack, zack, zack. Schlapp, schlapp, schlapp. Und hier. Zack. Zack.
Okay, da haben wir auch wieder. Obwohl, so schnell wie der Kevin da eigentlich arbeitet, da brauche ich eigentlich gar keine Stämme mehr sparen. Ey. Was willst du dann mit den überschüssigen Klötzle? Ja, die nehme ich hierher für die. Hier sowas hier. Dass ich was spare. Dann nehme ich die hier. Und nehme die als Säulen quasi. Ne? Quasi Masi. So. Quasi Modo. Fix das? So einfach geht das, gell? Und schon haben wir was gespart. Zack. Du bist ja ein Fuchs. Ja. Oder wie nennt man das Viech mit dem langen Rüssel? Esel. So, das war's schon wieder mit der Johannes sagt Ciao. Ciao, ciao mit V. Genau, und auch bis zum nächsten Mal.